Ich habe heute einen Loschroll für euch. Und diejenigen, die nicht wissen, was Losch ist, die sollten es jetzt unbedingt rausfinden. Losch nennt sich auch Losch Cosmetics. Und sozusagen gibt es von denen dann größtenteils Seifen, aber auch Schminke und Shampoo und alles irgendwie Mögliche zum Thema Beauty. Naja, fast alles Mögliche. Ich bin zwar erst seit gut einem Monat Losch addicted, aber ich habe schon so vieles zusammengesammelt. Ich sag nur all that money. Zuallererst habe ich hier Dirty Spring Wash. Das ist ein Duschgel, das man aber auch als Shampoo benutzen kann. Ich probiere es mal gerade scharf zu stellen. Natürlich muss genau jetzt die Katze wieder anfangen. Dirty Spring Wash. Das riecht irgendwie so nach Spearmint und soll erfrischen und so nach einem langen Tag. Aber Spearmint ist jetzt nicht so irgendwie der Geruch, den ich mag. Aber naja, sauber macht's schon. Dann habe ich hier Wap Wap Wap. Bei mir steht es ja jetzt Graziell drauf, weil ich mir den hier in Luxemburg gekauft habe und bei uns sind die Namen leider, also einige von den Namen sind irgendwie französisch geworden. Hä? Naja, jedenfalls ist das die französische Version von Rub Rub Rub. Da wird gesagt, dass das genauso effektiv ist wie eine kalte Dusche, weil das irgendwie so Meersalz drin und das soll dann erfrischen und ich zeige euch das mal. Das ist auch irgendwie so mit so kleinen Stücken drin, also nicht wirklich. So. Das ist wirklich so eine pumpige Masse. Und da sind dann halt auch so irgendwie, ich weiß nicht, Massagekugeln oder wie nennt man das. Und da steht jedenfalls auch drauf, dass es auch gut fürs Haar ist und Volumen verleiht. Auf dem Haar habe ich es jetzt noch nicht getestet, weil ich da größtenteils halt versuche, meine Haare wieder etwas weicher zu bekommen. Ja, aber es riecht total gut, also ich mag den Geruch. Aber ich kann es wirklich nicht beschreiben. Es riecht nicht wirklich nur nach Meer, aber auch so ein bisschen zitronig und ihr müsst eh, wenn ihr wissen wollt, wie das alles riecht, einmal zu einem Lush Store gehen, weil wenn man da selbst dran riecht, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man das jetzt so beschrieben bekommt. Also denke ich jedenfalls. Ein etwas kleineres Stück Seife, also das war mal größer, aber das habe ich so im Badezimmer liegen zum Händewaschen und deshalb ist es jetzt schon so ein bisschen abgenutzt. Dieses Stück Seife hier heißt Sea Vegetable und da ist auch irgendwie dann so halt Meersalz und so drin und das soll dann auch peelen, aber ich glaube, das ist nur diese obere Schicht hier, weil da sind irgendwie so Salzstücke drin oder was auch immer das für Stücke sind. Und so. Das erkennt man jetzt nicht so gut, weil es schon etwas dunkel ist. So sieht das gute Stück aus und die mag ich wirklich total. Das war so vor über einem Jahr, glaube ich, war das. Da war ich mit Freunden in Köln und da war halt eine Freundin dabei, die so total Losch-addicted war. Und damals war ich halt noch Schüler und das Ganze war mir dann etwas zu teuer. Aber dieses Stück hier war sofort so Liebe auf den ersten Riecher. Damals fand ich das schon so total lecker, aber ja, deshalb war es jetzt auch das erste Stück, das ich mir geholt habe. Und das riecht echt etwas zitronig. Und ja, wie gesagt, das müsst ihr selbst immer dann riechen, glaube ich mal. Also ich mag so frischere Düfte. Jetzt Spearmint war ja nicht so mein Fall, aber ich mag es nicht, wenn es zu süß riecht. Dann habe ich hier auch ein etwas geschrumpfteres Stück. Das nennt sich Buffy. Und das ist dann auch pflegend und macht die Haut zart. Und
Ich liebe das echt. Das sollt ihr dann irgendwie, also ihr duscht euch ganz normal und dann danach macht ihr das so nochmal drüber, als würdet ihr euch nochmal damit dann abduschen oder einseifen, besser gesagt. Und das peelt echt total und da sind auch so richtige, man meint fast Sandstücke drin. Also zum ersten Mal war ich damit duschen und dann fragte mein Freund so, was für auf irgendeinem Strand oder so, weiß ich irgendwas nicht. Aber das ist dieses Stück hier, das verliert dann so total viel davon. Deshalb packe ich es jetzt auch wieder weg, weil die fallen irgendwie alle runter, die Stücke. Ich habe die meisten Sachen auch in so diesen Laschkisten. Die bekommt man dann auch in den Stores oder auch auf dem Internet. Und Buffy kann ich echt jedem empfehlen. Also ich liebe es und habe es auch sofort der Freundin, die Lash Addicted war, zu Anfang schon weiterempfohlen und sie hat sich dann auch gekauft. Aber ich habe noch gar nicht gefragt, wie sie das fand. Muss ich mal machen. Dann habe ich hier Ultra Balm. Das heißt auf Französisch Superbaume. Whatever. Baume? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so ein. So wie Labello irgendwie. Also, ich glaube, man soll es aber nicht auf die Lippen machen, aber das ist so ein. Achso, Erstdings, glaube ich, nennen die das. Zum Beispiel, wenn man dann eine übelst trockene Stelle hat, dann soll man das drauf tun und dann wird das sofort wieder weicher. Und das fand ich auch echt gut, denn letztes Mal hatte ich irgendwie so meine Hände total trocken und da habe ich das drauf gemacht und das ist echt übelst fettig, Leute. Also es wirkt jedenfalls. Dann habe ich hier Pearl und das lasse ich echt lieber in der Dose, weil das fällt irgendwie komplett auseinander. Also ich mag es überhaupt nicht. Ich mag den Geruch und so, aber man kann sich nicht wirklich damit so einseifen, weil diese Stücke ständig runterfallen und nachher ist die Dusche voll damit und es hat irgendwie gar nichts gebracht. Es soll die Durchblutung in Schwung bringen und so, aber ich empfehle es jetzt nicht weiter, außer ich hätte es falsch angewendet, aber ja, diese Kugeln oder was auch immer da drin ist, die fallen bei mir alle raus irgendwie schon beim ersten Mal benutzt. Also ich habe es jetzt erst einmal benutzt und es ist schon fast alles raus, also ich mag es überhaupt nicht. Aber der Geruch ist echt gut, es riecht so nach Rosen halt. Auch süß, aber irgendwie auch frisch so. Andererseits finde ich das hier, das Vicky oder Vichy oder wie man es nennt, Magic Muscles, das finde ich total gut. Also das fällt überhaupt nicht so auseinander. Es hat zwar auch so Kerne, Stücke drin, ich weiß nicht genau. Ja, das soll man anwenden, wenn man Muskelkater hat. Und das habe ich relativ oft so nach dem Geocachen, weil wir gehen manchmal cachen und dann machen wir so Klettercaches, wo man dann Bäume hochsteigen, klettern muss und da bekomme ich schon echt Muskelkater dann danach. Aber auch andererseits tut es irgendwie total gut, weil man sich dann mit diesen Stücken da, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, damit treibt man sich dann so ein und dann massiert das auch irgendwie und den kann ich wiederum weiterempfehlen, nicht wie das Pearl. Dann habe ich hier eine Probe Tea for Toast, das heißt aber auf Französisch Le Bonheur et dans les Pieds. Ja, das ist irgendwie, das kann man dann in die Schuhe tun oder die Füße damit einreiben und dann schwitzen die anscheinend weniger oder so, aber ich fand es gut, dass es eine Probe war, weil bei mir bringt es irgendwie nichts so. Oder meine Schuhe sind einfach nicht gut. Es hängt auch total davon ab, ob man Socken anhat oder so, weil wenn ich Socken anhabe, schwitze ich eh eigentlich nicht in Schuhen. Und halt diese kleineren Schuhe so. Es gibt ja Vans und dann gibt es noch die kleineren Vans. Und wenn man die dann ohne Socken anhat, dann. Nein, in den Vans nicht mal so, aber eher die von Primark oder so. So billiges Zeug halt. Dann habe ich hier The Grinch. Das ist so ein Puder und das benutzt man dann halt als Deo. Und ja, da steht auch Deo Puder drauf. Nimm mich auf Kamera. Komm schon.
Sie möchte nicht. Naja, jedenfalls heißt er The Grinch. Ist wie gesagt ein Deo-Puder und ich finde, es wirkt toll, aber es ist auch irgendwie total unpraktisch, es aufzutragen, finde ich. Und dann, weil es halt auch so ein Puder ist, dann sitzt es sich an den Kleidern ab und so. Und ja, naja, kann ich es weiterempfehlen oder nicht? Also es wirkt jedenfalls, das muss ich sagen. Aber dieses Auftragen, das ist irgendwie nicht so mega dolle. Dann habe ich hier ein Stück Shampoo und das heißt Jumping Juniper und das ist gegen lebloses herabhängendes Haar oder leblos herabhängendes Haar, weil Haare hängen ja immer herab. Naja, von den Shampoo Bars bin ich im Allgemeinen total begeistert, also ich mag das irgendwie, das finde ich auch so. Das hat irgendwie was Cooles, sich die Haare dann so mit einer Seife zu waschen. Keine Ahnung. Ich mag die und ob es jetzt wirklich was bringt, kann ich wie gesagt noch nicht sagen wegen den Dreads. Momentan benutze ich noch ein anderes Lush-Shampoo. Aber ich habe es schon mal benutzt. Aber da hatte ich die Dreads noch drin. Dann habe ich hier Scenic mit den besten Inhaltsstoffen aus dem Ozean. Und das soll dem Haar Fülle und Glanz verleihen. Das ist dann natürlich auch wieder so ein Meersalz-Ding. Und da seht ihr auch so Stücke drin. Ich glaube, das ist auch so Sea Vegetable. Genau wie bei der Sea Vegetable Seife. Und ich finde, es sieht einfach total cool aus. Aber ja, jetzt so mit dem Volumen der Fülle von Haaren kann ich dann auch dazu noch nicht allzu viel sagen. Aber wie gesagt, ich mag die Dinger total. Und es riecht übrigens genau wie Rub Rub Rub. Zu dem Shampoo, das ich momentan benutze und das ist I Love Juicy. Das ist irgendwie gegen alles, was gesundes Haar beschädigt, so wie Glätteisen, Schwimmbäder, Haarlack und was auch immer. Also da steht jedenfalls gegen alles, was das Haar beschädigt. Und es soll auch tiefenreinigend sein und dem Haar neuen Schwung verleihen. Ich bin recht zufrieden damit. Den Geruch finde ich jetzt gewöhnungsbedürftig. Es riecht so ein bisschen nach Orange und Honig oder so. Was haben wir denn hier drin? Zitronenöl, Papayafrucht, Zitrus, Ananas, Kiwisaft und ja, so. Und Mango. Halt alles so obstige Zutaten. Aber es riecht eigentlich ganz gut, nur irgendwie ist man es nicht gewohnt, so einen Geruch als Shampoo zu haben, finde ich. Jedenfalls. Aber das ist irgendwie bei vielen Lush-Produkten so. Dann habe ich hier Retreat, mein treuer Begleiter. Und der ist gegen sprödes, raues, mitgenommenes Haar. Und das benutze ich echt viel für meine Dreads jetzt. Das ist auch schon etwas leer so, aber es geht eigentlich noch. Also ich finde, die Dinger halten echt gut. Diese Shampoo-Bars, die nutzen gar nicht schnell ab, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man diese nur 5-mal oder so benutzen kann, aber ich glaube schon, dass man ja fast ein halbes Jahr damit auskommt. Hängt natürlich davon ab, wie oft ihr duschen geht und eure Haare wascht. Ich wasche, seit ich die Dreads raus habe, meine Haare immer noch nur 1 bis 2 Mal pro Woche. Ich wollte das beibehalten, weil vorher muss ich meine Haare immer jeden zweiten Tag waschen und dieses Föhnen, dieses ewige Föhnen. Dann habe ich hier Big, the Conditioner. Zu Big gibt es auch ein Shampoo, von dem echt viele begeistert sind. Aber es ist so teuer. Aber jeder sagt, es wäre seinen Preis wert. Ja, das ist dann halt einfach so ein Stück Conditioner halt, den man sich dann in die Haare reibt. Und ich finde, der im Gegenteil zu den Shampoos und so, der nutzt recht schnell ab. Also irgendwie, wenn man den in die Hände nimmt, dann fühlt es sich schon so weich an. Und
Ja, ich finde, der nutzt recht schnell ab. Aber er wirkt, das muss ich zugeben. Und riecht auch wie Rub, Rub, Rub und Zinnig. Also alles so Meeresgerüche irgendwie, da stehe ich total drauf. Glaube ich. Sieht danach aus. Dann ein Produkt, von dem ich total begeistert bin. Und zwar hatte ich, als ich zum ersten Mal zu Lush Luxemburg war, so eine Probe davon bekommen. Und die Probe war bei mir schneller weg als sonst was. Und es ist so übelst teuer, aber ich muss es einfach haben. Und zwar ist das R&B. Das ist sowas, das macht man sich erst nach dem Haarewäschen aus. Also das muss man dann auch nicht mehr auswaschen. Man kann zwar, aber man muss nicht. Und das, glaube ich, hilft meinen Haaren jetzt total nach dem Aufkämmen. Man muss sparsam damit umgehen, weil so eine kleine Dose hier, die kostet fast 20 Euro. Und ja, aber man braucht auch echt nicht so viel, sonst kleben die Haare nach dem Trocknen irgendwie so aneinander und sehen total fettig aus. Also ich mache immer nur so meine Fingerspitzen da rein und dann reibe ich das so ein bisschen ein, dass das so eine Grundlage hat und dann kämme ich das durch, dass es das sich ein bisschen verteilt. Und ich glaube, das hilft echt wirklich sehr gut. Also kann ich auch weiterempfehlen. Dann haben wir hier noch den New. Das ist auch wieder so ein Shampoo. Da ist irgendwie so ein Stück irgendwas in der Mitte. Und der soll irgendwie die Kopfhaut stimulieren, die Haare stärken und irgendwie dadurch, dass das die Kopfhaut stimuliert, sollen dadurch auch die Haare schneller wachsen. Dazu kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen, weil ich, wie gesagt, erst seit einem Monat so im Lush-Dings bin und dieses Shampoo auch erst zweimal, glaube ich. Nee, nur einmal benutzt habe. Und ja, da kann ich zu dem Haarwuchs natürlich noch nichts sagen, aber das soll anscheinend wirklich wirken. Mal sehen. Und dann habe ich sogar noch ein kleines Unpacking für euch. Und zwar liegt das hier, seit ich in Köln im Lush Store war. Und jetzt wird es mal Zeit, es auszupacken. Oh mein Gott, das Stück sieht so cool aus. Ich finde es so cool. Dieses Stück Seife heißt übrigens Magnificent, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und das soll gute Laune verbreiten, aber ja. Ich weiß nicht, ob die das immer irgendwie einfach so schreiben oder ob das echt stimmen soll. Und es riecht, oh, da muss ich echt wieder nachlesen, weil es riecht nach so vielen. Frische Mango, Kokosöl, Zitrus. Früchte, ja, Mandarinenöl, Öl. Ja, das riecht so wirklich auch ein bisschen zitronig, Mango. Ja, das könnte schon hinkommen. Und ich mag den Geruch einfach total. Es gibt noch so viele Seifen, die ich austesten wollte, aber ich habe so schon genug Geld ausgegeben und ja. Ich habe mir vorgenommen, erst alle Sachen oder fast alle Sachen aufzubrauchen und mir dann erst wieder neues Zeug zu holen, aber ich weiß nicht, ob ich das packe. Außerdem, I'm so excited. Ich gehe im Sommer nach London und dann gehe ich natürlich auch zur Oxford Street. Und da gibt es diesen dreistöckigen, glaube ich, ja, dreistöckigen neuen Lush Store und das ist dann sozusagen der größte auf der Welt und oh mein Gott, die haben so dann Lush-Produkte, die es nur dort zu kaufen gibt. Und einige davon werden auch wahrscheinlich nie in andere Stores kommen. Und ich bin so froh, dass ich da hinkomme. Ja. Das war's aber auch schon von meiner Collection. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch dieses Mini-Unpacking. Falls ihr noch irgendwie Lush-Produkte unbedingt zu empfehlen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil ich möchte alles austesten. Und bin mir bei manchen dann aber nie so sicher, okay, wirkt das jetzt wirklich? Oder ja, meine Wunschliste ist jedenfalls noch ein bisschen riesig. Und ich würde mich über Kommentare von euch freuen. Und
Somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!